Sie treten an gegen Meereskolosse. Da steigt der Adrenalinspiegel. Und gegen blitzschnelle Raubfische. Oh mein Gott, er hatte so eine große Flosse. Ich dachte, es wäre ein Wal. Sie verfolgen gefährliche Jäger. Es ist, als trete man in eine giftige Falle, eine Sprengfalle. Und der finale Showdown. Gigant gegen Ex-US-Präsident. Was haben Politik und Angeln gemeinsam? Ein Walsieg ist genauso schön wie der Fang eines 60 Kilo schweren Tarpons. Im Namen der Wissenschaft, des Sports und des Genusses begleiten Sie uns auf der Jagd nach den Räubern der Weltmeere. Riesige Fische beherrschen unsere Gewässer. In der finsteren Tiefe sind wir die Besucher. Doch wir wollen seine Bewohner entdecken, erforschen und uns mit ihnen messen. Erbitterte Gefechte, extreme Belastungsproben, harte Wettkämpfe um Stärke und Geschick. Bei einem Kampf zwischen Mensch und Tier fordern wir die mächtigsten Raubfische der Welt heraus. In der Welt der Riesenfische ist dieser Killer gefürchtet als gefährlicher, blitzschneller Jäger. Der Makohai. Er ist der schnellste Raubfisch des Ozeans. Mit einer Geschwindigkeit von über 48 Stundenkilometern sind diese mächtigen Tiere die schnellsten Haie der Welt. Kein anderer Hai vereint eine solche Schnelligkeit mit solch mörderischer Kraft. Das macht den Mako zu einem der grausamsten und gefährlichsten Meeresräuber. Er ist nicht einfach nur schnell. Was ihn von anderen Haien unterscheidet, ist, dass er unheimlich beschleunigen kann. Ehe man sich's versieht, hat er von gemächlichen 4 bis 5 Stundenkilometern auf 20 beschleunigt. Zurück bleiben nur ein paar Luftbläschen. Die schnellen Makos können riesig werden. Besondere Exemplare erreichen ein Rekordgewicht von fast 700 Kilo. Die meisten bringen jedoch etwa 450 Kilo auf die Waage. Um diese Masse zu tragen, wird ihr knorpeliger Körper bis zu 3,5 Meter lang. Durch ihre kräftigen, sichelförmigen Flossen wird der Körper wie eine Rakete angetrieben. Es ist so, als ob man den Turbo bei einem Sportwagen oder Motorrad einschaltet. Mit nur wenigen Schlägen seiner perfekt geformten Schwanzflosse hat er in Sekundenschnelle seine Beute erreicht. Obwohl er selten Menschen angreift, sollte man einen Mako nicht provozieren oder in Bedrängnis bringen. Erfahrene Angler wissen, dass man sich mit einem Mako besser nicht anlegt. Sie sind die Könige des Meeres. Sie haben das Sagen. Sie fürchten nichts und niemanden. Und sie sind hartnäckig. 15. Juli 2006. Ein Mako-Angelturnier auf den Channel Islands vor der Küste Südkaliforniens. Die passionierte Sportfischerin Marilyn Stevens und ihre erfahrene Crew fahren aufs Meer hinaus, um einen Siegesfang zu machen. Auf dem offenen Meer wirft die Crew einen verlockenden Köder aus, einen perforierten Eimer mit Fischinnereien. Okay, Leute, der Köder ist ausgelegt. Einige Haie können Blut bis zu einer Konzentration von 0,001% im Wasser riechen. Das entspricht wenigen Blutstropfen in einem olympischen Schwimmbecken. Die Crew wartet und beobachtet das Wasser. Plötzlich taucht etwa 90 Meter vom Boot entfernt eine Flosse auf. Sie ist sehr groß und sie wissen nicht, um was für einen Fisch es sich handelt. Ein Riesenfisch! Wir schrien und ich rief, sieh dir die riesige Flosse an. Ich dachte erst, es wäre ein Wal. Marilyn will der Sache auf den Grund gehen. Doch die Flosse ist verschwunden, noch bevor sie sich genähert haben.
Er schwimmt weg. Er kommt nicht zurück. Marilyn befürchtet, dass ihr der Fang durch die Lappen gegangen ist. Doch ein paar Stunden später kommt er zurück. Die Flosse war wieder da. Diesmal nur etwa 30 Meter entfernt. Sie sind nahe genug, um zu erkennen, dass es ein riesiger Mako ist. Die Crew wirft einen Köder nach dem Fisch aus, aber wieder verschwindet die Flosse. Je mehr Zeit vergeht, desto geringer werden Marilyns Hoffnungen auf die Trophäe. Er beißt nicht an! Plötzlich, ohne Vorwarnung, spürt sie ein heftiges Ziehen an ihrer Angelschnur. Oh Mann! So etwas habe ich noch nie erlebt. Etwas zog mit gewaltiger Kraft an der Schnur. Wenn die Angelrolle sich so rasant abwickelt, kann leicht Hektik ausbrechen. Doch Marilyn weiß, dass sie bei dem Mako einen klaren Kopf behalten muss. Sobald er den Köder geschluckt hat, will sie ihn mit sich ziehen. Ich dachte nur, sei um Himmels Willen vorsichtig. Denn wenn er nicht anbeißt, wenn er den Köder nicht schluckt oder ich ihn nicht richtig platziere, dann verpasse ich eine einmalige, großartige Chance. Zieh! Marilyn hält die Angelrute mit beiden Händen fest und reißt sie mehrmals kräftig nach hinten. Schließlich hat sie es geschafft. Ich hab ihn! Der Mako ist am Haken. Marilyn darf nun keine Sekunde mehr locker lassen. Zieh ihn seitwärts! Ja, genau so! Der Mako schießt aus dem Wasser und vollführt Sprünge. Sobald ich ihn am Haken hatte, sprang er aus dem Wasser und machte einen Salto rückwärts. Zweimal! Das war wirklich ein spektakulärer Anblick. Oh Gott! Ein Salto rückwärts! Doch dann wird Marilyns größte Befürchtung wahr. Der Gejagte wird zum Jäger. Der Mako dreht und schwimmt direkt auf das Boot zu. Er steuert aufs Boot zu, wir müssen abdrehen. Makos sind schnell und man weiß, dass sie in Boote springen. Wenn also ein Mako auf das Boot und somit auch auf dich zuschwimmt, wenn er genau in deine Richtung kommt, dann wirst du schon etwas unruhig. Los! Die Crew reagiert sofort und steuert das Boot vom Hai weg. Doch der schnelle Mako hat ganz eigene Pläne. Plötzlich schießt er aus dem Wasser und dreht sich dabei um die eigene Achse wie ein Kreisel. Das habe ich bei einem Mako noch nie gesehen. Es gibt einen besonders gefährlichen Teil beim Fangen. Und zwar ist das dann, wenn sie mit aller Macht versuchen, die Schnur zu zerreißen. Johnny, haut ab! Wir müssen rückwärts fahren! Ja, so! Los! Um die Schnur wieder etwas zu lockern, wird der Rückwärtsgang eingelegt. Doch plötzlich taucht der Mako ab. Zwischen Fisch und Boot entflammt ein Machtkampf. Er zieht an der Schnur, ich versuche, sie wieder einzuholen, dann zieht er wieder und ich hole die Schnur wieder ein. Es war ein regelrechtes Tauziehen. Ja, genau so! Der Kampf dauert zwei zermürbende Stunden an. Marilyn ist erschöpft und befürchtet, den Fisch zu verlieren. Das machst du sehr gut, Marilyn. Dann zieht sie ihn mit einem kräftigen Ruck nach oben und hält ihn an der Oberfläche. Er ist riesig. Mit einem solchen Koloss hatte keiner gerechnet. Wow, das ist wirklich ein Riesen-Mako. Das war der größte Mako, den wir je gesehen hatten. Wenn so ein gigantischer Fisch mit offenem Maul direkt vor deiner Nase zappelt, wird dir schon mulmig. Das jagt einem wirklich ein bisschen Angst ein. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Einen schnappenden Hai ins Boot zu ziehen, erfordert Mut und viel Geschick. Okay, ich hab ihn. Na los, komm schon! Schnell zieht das Team den Hai ans Boot heran. Komm schon, zieh ihn rein! Na los, mach schon! Schwanz und Maul werden mit Seilen umwickelt. Holt ihn hoch! Unter Aufbietung all ihrer Kräfte haben sie ihr Können beim Angelwettkampf unter Beweis gestellt und den mächtigen Mako gefangen. Wir haben ihn! Wir haben ihn!
Seht ihn euch an, er ist riesig. Die Wettbewerbsleiter an Land sind verblüfft. Ja! Es ist ein gewaltiger Fang. Ja! 770 Kilo! Er bringt mehr als 770 Kilogramm auf die Waage. Und ist über 3 Meter lang. Oh Mann. Marilyn gewinnt das Turnier und bricht den Rekord für den größten Makrohai, der je von einer Anglerin gefangen wurde. Von dem Haifleisch werden 2000 Mahlzeiten für Obdachlose gespendet. Doch heute ist der Makrohai vom Aussterben bedroht. Es gibt alarmierende Zahlen, die belegen, dass der Makrobestand schrumpft und dass die Tiere immer kleiner werden. Diese Entwicklung veranlasst Biologen, Untersuchungen anzustellen. Es ist anzunehmen, dass es sich bei der größten Bedrohung der Makros um ein hochgiftiges Element handelt: Quecksilber. Wir fanden heraus, dass atmosphärisches Quecksilber ins Meer gelangt und dann bis an die Spitze der Nahrungskette wandert. Bei Raubfischen wie zum Beispiel den Makrohaien lagert es sich im Gewebe ab. Gewöhnlich bedeutet das, je größer der Fisch, desto höher die Quecksilberbelastung. Das Schwermetall ist ein Umweltgift, das sich in der Luft und im Wasser ausbreitet. Große Fische wie die Makros haben eine lange Lebensdauer. Quecksilberverseuchte Fische gehören zu ihrer ständigen Nahrung. Nach einer gewissen Zeit werden die Tiere immer kränker, verkrüppelter und verseuchter. Die weltweiten Bemühungen, die Quecksilberbelastung zu reduzieren, zeigen erste Erfolge. Die Metallindustrie wird kontrolliert und die Herstellung quecksilberhaltiger Produkte gedrosselt. Durch diese Maßnahmen können Monsterfische wie der Mako wieder Monstergrößen erreichen. Zu den größten Giganten dieser Erde gehören massige Ungetüme, die wie riesige Schlachtschiffe durch das Wasser gleiten. Die Zackenbarsche. Zackenbarsche sind wahre Riesen. Die kolossalen Verwandten der Seebarsche sind die größten Barsche des Westatlantiks. Die Kolosse können die Länge von Surfbrettern erreichen. Manche Exemplare haben ein Rekordgewicht von fast 700 Kilo und eine Länge von 2,5 Metern. Sie sind etwa so groß wie Telefonzellen. Die Größe der Zackenbarsche ist ihr immenser Vorteil. Sie haben einen ausgeprägten Jagdtrieb und verteidigen mit aller Heftigkeit ihr Territorium. Fische, Muscheln und Meeresschildkröten, die sich in ihre Nähe verirren, werden schnell zur Beute. Die Raubfische sind riesig. Sie werden sogar größer als Barracudas und Haie. Nur die größten Räuber wagen es, einen Zackenbarsch anzugreifen. Der Fang eines Zackenbarsches ist für Angler eine große Herausforderung. Sie müssen im Kampf gegen einen Koloss bestehen, der nicht so schnell aufgibt. Elfter Dezember 2004. Die San Carlos-Bucht in Florida ist ein Anglerparadies. Die Angelführer Nelson Diaz und Ben Chancy fahren aufs Meer, um Jagd auf einen ganz bestimmten Fisch zu machen, den Zackenbarsch. Und sie wissen, wo sie ihn finden können. Unter der Sanibel Causeway-Brücke, das ist der Lebensraum der Zackenbarsche. Die Betonpfeiler sind das ideale Versteck, um Beute aus dem Hinterhalt anzugreifen. Kurz nachdem der Köder im Wasser gelandet ist, zerrt etwas so heftig an der Angel, dass Nelson fast über Bord geht. Der Angler ist davon überzeugt, dass hinter dieser Kraft ein Zackenbarsch steckt.
Wenn er anbeißt, dann zieht er so heftig, dass es dich fast von den Füßen reißt. Es ist total anstrengend. Nelson stemmt seine Füße gegen die Reling und umklammert die Angelrute. Er versucht, sich zu halten, doch es sieht nicht gut für ihn aus. Die Angelrute zerbricht oder ich gehe über Bord. Der Angler holt die Schnur so schnell ein, wie er kann. Der Zackenbarsch gibt nicht nach. Die Situation ist kritisch, denn die Schnur reibt über den rauen Zementblock und könnte jeden Moment reißen. Du musst den Fisch dort herausziehen. Schaffst du es nicht, dann reißt er sich los. Nelson gibt nicht auf. Er ist überzeugt, dass er den Fisch nur von der Brücke weglocken muss. Als die Angler mit dem Boot an den Pfeilern vorbeifahren, scheint Nelsons Strategie aufzugehen. Der Zackenbarsch folgt ihnen und schwimmt weiter bis unter das Boot. Um ihn nicht zu verlieren, braucht Nelson fast akrobatische Fähigkeiten. Zieh! Zieh! Die Rute biegt sich durch das Gewicht des Ungetüms. Der Angler nimmt seine letzten Kräfte zusammen und zieht noch einmal mit einem starken Ruck. Halt! 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 Nach einem kräftezehrenden Kampf hat Nelson es geschafft. Er zieht den Zackenbarsch an die Oberfläche. Er ist riesig. Doch nun steht ein neuer Kampf bevor. Die Angler wollen den lebenden Fisch vermessen, der sich das gar nicht gern gefallen lässt. Der Barsch zappelt wie wild. Doch mit einem Lippengreifer gelingt es den Anglern, den sich heftig wehrenden Fisch festzuhalten. Nelson kriegt die fleischige Lippe zu fassen. Seine Lippe war ungefähr so groß. Es war, als hätte man ein 5 cm dickes Kantholz in der Hand. Er zieht ihn ins Boot. Als wir ihn im Boot hatten, sahen wir, wie groß er wirklich war. Atemberaubend. Und dann nehmen sie die Maße und sind überwältigt. Er ist über 2 Meter lang, hat fast 2 Meter Umfang und wiegt etwa 300 Kilogramm. Bevor sie ihn wieder zurück ins Meer lassen, filmen sie den einzigartigen Fang mit der Videokamera. Ich musste unbedingt Aufnahmen von ihm machen, denn es war der größte Fisch, den ich je gefangen hatte. Zurück mit dir! Doch diese riesigen Fische kämpfen um ihr Überleben. Zackenbarsche gelten als vom Aussterben bedrohte Tierart. Was hat es mit der Kategorisierung auf sich? Entscheidend für den Status einer Spezies ist die Populationsdichte, also nicht nur die Anzahl der Tiere, sondern auch ihre Verbreitung. Bevor eine Art als ausgestorben gilt, unterteilt man die bedrohte Tierart in 4 Gefährdungsstufen. Internationale Organisationen beziehen dabei Faktoren wie Gesamtpopulation, Abnahme der Zahlen und Gefährdung des Lebensraumes ein. Ist eine Tierart bedroht, dann steigt die Gefährdungsstufe von potenziell gefährdet auf gefährdet, dann auf stark gefährdet und im schlimmsten Fall auf die Stufe vom Aussterben bedroht. Dank Maßnahmen wie den Fangverboten kann sich die Spezies langsam wieder erholen. Das Ziel ist, für diese Tierart wieder die unterste Gefährdungsstufe zu erreichen, nicht gefährdet. Zu den Monsterfischen der Welt zählen nicht nur solche, die riesig, sondern auch solche, die gefährlich sind. Diese Meister der Tarnung können mit einem Peitschenhieb töten. Stachelrochen. Man sieht ihn meistens nicht. Und wenn doch, dann vermutet man nicht, dass er gefährlich ist. Doch dann, bam, hat es einen schon erwischt. Es gibt unzählige Rochenarten. 70 verschiedene bevölkern unseren Planeten. Manche Arten gehören zu anderen Fischfamilien, aber viele besitzen klassische Rochenmerkmale. Die größten unter ihnen sind die Manta-Rochen.
Sie können bis zu 1400 Kilo schwer werden und eine Spannweite von 9 Metern erreichen. Außer dem Manta zählt auch der Kurzschwanzrochen zu den großen Exemplaren. Mit einem Gewicht von über 300 Kilogramm und einer Länge von fast 2 Metern bringt er es auf eine Körperoberfläche von bis zu 4 Quadratmetern, so groß wie ein durchschnittlicher Arbeitsplatz. Rochen gleiten über den Meeresboden und sind eigentlich passive Fresser, aber nicht immer. Manche filtern Plankton und kleine Fische, Muscheln oder Krill in ihrer an der Unterseite liegenden Kiefer. Ist ihr Hunger größer, wird ihr Maul zu einem Staubsauger, mit dem sie versteckte Beute aus dem Sand saugen. Außerdem können sie Kopf und Körper im Sand vergraben, ohne zu ersticken. Sie fressen vom Grund, aber sie atmen durch zwei große Löcher an der Oberseite des Körpers. Wenn unsere Nasenlöcher bis zur Rückseite unseres Kopfes gingen, könnten wir auch hinten einatmen und aus dem Mund ausatmen. Bei Gefahr verteidigt sich der Stachelrochen durch einen Hieb seiner Schwanzpeitsche. Widerhaken am Schwanz sind mit einer Giftdrüse nahe der Wirbelsäule verbunden. Bei einem Schlag dringen die Widerhaken in die Haut des Opfers. Die Folgen sind starke Schmerzen, geplatzte Adern oder sogar zerstörte Knochen. Schlimmstenfalls kommt es zum toxischen Schock, der tödlich enden kann. Es ist wie eine Peitsche auf dem Rücken, die man wie Zorro gegen seine Feinde einsetzen kann. Nur, dass die Spitze der Peitsche ungiftig ist. Seine Merkmale machen den Stachelrochen zum imposanten Raubfisch. Für Angler, die es mit ihm aufnehmen, ist es eine wahre Kraftprobe. Der kleinste Stachelrochen der Welt wehrt sich heftig. Es ist schwierig, etwas in der Form eines Flugzeugs durch das Wasser zu ziehen. August 2007. Der Chesapeake Bay Bridge Tunnel in Virginia. Auf der Suche nach einem Riesenfang geht der passionierte Sportfischer Jason Bell zu einem der besten Angelplätze am 200 Meter langen Seagull Pier. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Angler und liegt 9 Meter über der Bucht. Jason wirft seinen Köder aus. Er lässt die Angelrolle freilaufen und stellt die Rute gegen das Geländer des Piers. Er ist kurz abgelenkt. Plötzlich beginnt die Angelrolle zu surren. Er hält die Rute so fest er kann. Mit derartigen Kräften hat er es noch nicht zu tun gehabt. Es war, als hätte ich ein U-Boot am Haken. Die lange Angelrute biegt sich gefährlich nach unten. Jeden Moment könnte sie brechen. Plötzlich schnellt etwas an die Wasseroberfläche. Ein dunkles Objekt bewegt sich durch das Wasser. Der Angler erkennt die Form. Es ist ein großer Rochen. Ich sah etwas Braunes, Diamantenförmiges auf dem Wasser und wusste, das ist ein Stachelrochen. Jason kann einen kurzen Blick auf das Tier werfen, zu kurz, um die Größe des Fisches zu erkennen. Der Rochen taucht ab. Jason befürchtet, dass er sich im sandigen Boden vergräbt. Vom Grund hätte ich ihn nie nach oben ziehen können. Doch der Rochen hat etwas anderes vor. Der Fisch zieht die dünne Schnur unter das Pier auf die andere Seite, gefährlich nahe an den Betonpfeilern vorbei, wo sie reißen könnte. Verzweifelt blockiert Jason die Angelrolle. Es ist riskant. Der Rochen kann keine Schnur mehr nachziehen. Unter der zusätzlichen Spannung droht der dünne Faden zu zerreißen. Der Angler hält die Rute fest. Seine Armmuskeln sind stark angespannt. Unter Aufbietung all seiner Kräfte schafft Jason es, den Rochen auf die andere Seite des Piers zurückzuziehen. Geschafft. Doch das war erst der Anfang.
Der Rochen befindet sich noch tief unter Wasser. Jason muss das zappelnde Tier nach oben holen. Das Gewicht, mit dem er es zu tun hat, ist enorm. So ein großer Fisch ist wie ein Eimer, den man durchs Wasser zieht. Er hat einen enormen Wasserwiderstand. Nach schweißtreibenden 60 Minuten hieft Jason das Ungetüm an die Oberfläche. Er traut seinen Augen kaum. Er ist noch größer, als er dachte. Während er mit dem Fisch kämpft, wird ihm jedoch klar, dass er es allein nicht schafft, das Tier zu landen. Er braucht Hilfe. Und zwar schnell. Er ruft einen Zuschauer, der ihm zu Hilfe eilt. Mit einem Landungshaken und einem Seil befestigen sie das Tier. Jason hat seine Angel fallen gelassen und ein blutiger Kampf entfacht. Der Rochen war so schwer, dass mir das Seil in die Handfläche schnitt. Dieser Gigant erfordert eine Menge Muskelkraft. Insgesamt sind 4 Männer, 8 Arme und viel Zeit nötig, um den Rochen zu landen. Endlich ist es geschafft. Die Männer haben den Fisch an Land gezogen. Mission erfolgreich abgeschlossen. Es ist ein Monster. Es wiegt 126 Kilo, hat eine Spannweite von 2 Metern und ist 1,5 Meter lang. Jasons Foto beweist, dass der Fisch größer als die Motorhaube eines Autos ist. Es ist der Weltrekord für den größten Stachelrochen, der je mit einer Angel gefangen wurde. Er war der größte und störrischste Fisch, den ich je gefangen habe. Rochen sind auf der ganzen Welt gefürchtet. Ironisch ist, dass ihre gefährlichste und von allen gefürchtete Waffe zukünftig das Überleben der Art sichern könnte. Ihr Gift. Womöglich hat es eine heilende Wirkung. Ob es tötet oder heilt, liegt an der Dosierung. Zu viel Rochengift kann zu Muskelkontraktionen und Schlaganfällen führen. In wissenschaftlichen Tests wird jedoch untersucht, ob die richtige Dosis schwere Erkrankungen heilen könnte. Von der tödlichen Waffe zum Lebensretter. Das ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig es ist, große Fische wie die beeindruckenden Rochen zu schützen. Im Reich der großen Fische sind sie die Langstrecken-U-Boote. Bei der Jagd wird aus der schwimmenden Flotte ein Bataillon. Die Rede ist vom Roten Thun. In Schwärmen sind sie so rasante Jäger, dass sie ihre Beute regelrecht aus dem Wasser schleudern. Der Rote Thun gehört zu den größten Fischen des offenen Meeres. Er kann bis zu 680 Kilo schwer und über 4 Meter lang werden. Doch anders als andere Großfische schwimmen rote Thune nicht allein. Sie sind die größten Knochenfische, die Schwärme bilden. Das ist ungewöhnlich für so große Tiere, die allein überleben könnten. Aber es ist auch extrem schlau. Ein Schwarm bildet eine dichte, schimmernde Masse, die Räuber wie Haie abschreckt, weil es ihnen schwerfällt, einen sich schnell bewegenden Schwarm von Fischen zu durchdringen. In diesen Schwärmen versammeln sich nicht nur viele Fische, sondern auch viel List und Intelligenz. Bei der Jagd bilden rote Thunfische einen tödlichen Schwarm. Gemeinsam greifen sie ihre Beute wie eine Armee an. Hätten sie ein Jagdmotto, dann hieße es alle für einen. Sie sind fast die einzigen bekannten Schwarmtiere, die zusammenarbeiten. Sie erinnern irgendwie an eine Footballmannschaft. Jeder hat seine eigene Rolle, aber alle kennen nur ein Ziel: Futter.
Selbst erfahrene Angler kommen bei der Jagd nach diesen Fischen schnell an ihre Grenzen. Wenn du einen roten Thun am Haken hast, kannst du dich auf was gefasst machen. Juni 2007. Das berühmte Angelparadies Virginia Beach in Virginia. Profi-Angler Bo Haycox und sein Vater fahren aufs Meer, in der Hoffnung, einen großen Marlin zu fangen. Kurz nachdem sie ihren Köder ausgeworfen haben, kommt das Wasser Backbord stark in Bewegung. Sie hören lautes Platschen. Es hat was angebissen! Schon! Schon! Den Anglern wird klar, dass sie beide Glück haben. Zwei Angeln, die von Bo und seinem Vater Rick, werden mit einem Ruck nach unten gezogen. Beide Männer haben einen großen Fisch am Haken. Die Angeln sausten nach unten. In diesem Moment bricht Ricks Angel. Sein Fang kann entkommen. Bo hofft auf mehr Glück. Der Zweimannkampf hat sich zu einem Einzelkampf entwickelt. Für die größtmögliche Hebelwirkung klettert Bo auf den Angelstuhl. Seine Angelrolle verselbstständigt sich. Der Fisch hat bereits so viel Angelschnur abgerollt, dass Bo nur noch 90 Meter bleiben. Es muss ein großes, kräftiges Tier sein. Es war ein großer Fisch. Da er aber 300 Meter entfernt war, wussten wir nicht, um was es sich handelte. Oh Mann! Eins ist sicher. Es wird viel Kraft kosten, diesen störrischen Fisch an Land zu ziehen. Ich hielt die Angel fest und ließ ihn die Richtung bestimmen. Das anstrengende Tauziehen dauert an. Bo rutscht auf dem Anglersitz vor und zurück. Rick macht es seinem Sohn mit einem Trick einfacher. Er schüttet Seifenwasser unter den Sitz, sodass er leichter hin und her gleitet. Ja, du hast ihn gleich. Doch der Fisch gibt nicht nach. Bos Muskeln schmerzen, aber er macht weiter. Unglaubliche 3 Stunden lang. Halte durch, Kumpel. Weder Mensch noch Tier wollen aufgeben. Ich konnte nicht mehr, wollte ihn aber unbedingt haben. Bos Kräfte sind allmählich aufgebraucht. Er versucht alles, um die Zugkraft zu erhöhen. Die Handschuhe dienen als Schutz, damit ihm die Rolle beim Festhalten nicht ins Fleisch schneidet. Es ist ein Kampf Mann gegen Fisch. Du willst gewinnen, er aber auch. Sei vorsichtig! Endlich, nach 4 kräftezehrenden Stunden, zahlt sich seine Hartnäckigkeit aus. Da ist er! Der Fisch taucht plötzlich auf. Es ist kein Marlin, sondern ein roter Thunfisch, der größte, den er je gefangen hat. Gut gemacht! Als er auftauchte, dachten wir alle, Mann, ist das ein großer Fisch. Ein riesiger roter Thun. Alle Männer an Bord müssen helfen, den Giganten an Bord zu ziehen. Endlich haben sie ihn. Da ist er ja. Das könnte ein neuer Rekord werden. Die Angler hoffen, dass es ein neuer Rekordfang ist. Der Skipper ruft über Funk seine Freunde am Ufer und erzählt vom Fang des Riesenfisches. Sie sagten, wenn er 2,5 Meter lang ist, hast du den Rekord. Gut gemacht, Bo. Toll! An den Docks hat sich eine große Menschenmenge angesammelt. 10 Männer müssen dabei helfen, den gigantischen Thunfisch anzuheben. Er ist erstaunliche 2,70 Meter lang, hat fast 2 Meter Umfang und wiegt 259 Kilogramm. Ein Rekord. Es ist der größte rote Thun, der je in Virginia gefangen wurde. Doch wie sieht die Zukunft des roten Thuns aus? Die Art ist durch kommerziellen Fischfang und Umweltverschmutzung weltweit bedroht. Eine bahnbrechende Idee könnte die Lösung sein. Aus dem wildlebenden Fisch soll ein gesunder, nachhaltiger Zuchtfisch werden. Die Herausforderung ist groß.
Um eine Art erfolgreich zu züchten, müssen die Fische laichen und die Eier gesammelt und befruchtet werden. Der rote Thun ist aber nur schwer zu zähmen und damit auch schwer zu züchten. Bis jetzt. Obwohl es noch immer eine Herausforderung ist, beweisen erfolgreiche Thunfischfarmen in Südaustralien und Japan, dass es funktionieren kann. Umfangreiche Studien brachten wichtige Innovationen hervor, darunter auch eine Methode, den roten Thun in Farmen aus Fischlaich zu züchten. Wissenschaftler fingen wilde Exemplare und setzten sie unter Beobachtung in Zuchtkäfige, in denen sie laichen konnten. Dabei wurden brauchbare Eier gewonnen, die unter künstlichen Bedingungen reifen. Diese Maßnahmen dienen der Erhaltung der gefährdeten Art. Auf der Suche nach den Räubern der Tiefe stoßen wir auf einen der wertvollsten Fische der Welt, den Tarpun. Er ist ein urtümlicher Überlebenskünstler, stark und zäh. Er stellt Können und Willenskraft von Anglern auf die Probe. Für einen ehemaligen US-Präsidenten und einen Olympiateilnehmer kommt es zum ultimativen Kampf zwischen Mann und Tier. Die Größe, Anmut und Schönheit dieses Tarpuns waren faszinierend. Es war toll. Atlantische Tarpune sind 300 Millionen Jahre alte prähistorische Raubfische. Dass sie heute noch existieren, liegt auch an ihren gewaltigen Proportionen. Die silbrig schimmernden Tarpune können bis zu 2,5 Meter lang werden und über 130 Kilo wiegen. Es sind gewaltige Fische. Sie sind die chromfarbenen Kolosse der seichten Gewässer des Golfs. Und sie sind mächtige, sehr starke Kämpfer. Der Grund für ihre Größe ist unter anderem ihr kräftiges, schnelles Maul. Ihre Kiefer sind durch eine Knochenplatte mit dem Rachen verbunden. Bänder und Muskeln halten alles zusammen. Ihr Maul funktioniert wie eine Falle, die über der Beute zuschnappt und sie zermalmt. So können sie auch schnelle Beutetiere leicht verschlingen. Den Kieferpanzer zu durchdringen, ist eine der größten Herausforderungen für Sportfischer. Die meisten Angelhaken scheitern an den Knochen. Und wenn der Haken doch eine Schwachstelle durchdringt, dann steht dem Angler ein enormer Kampf bevor. Halte durch! Berühmte Angler haben es immer wieder mit Tarpunen aufgenommen. Herbert Hoover war ein leidenschaftlicher Tarpunfischer. 1937 fingen Franklin D. Roosevelt und seine Angelkameraden in Texas ein 35 Kilogramm schweres Exemplar. Wer wird der nächste berühmte Angler sein, der es mit dem Tarpun aufnimmt? Sehen Sie die Brandung dort? Der 41. Präsident George Herbert Walker Bush bezeichnet sich selbst als Angelfanatiker und angelt seit 80 Jahren. Diese Leidenschaft begann in seiner Kindheit hier in seiner Heimatstadt Kennebunkport, Maine. Selbst für Angler, die sich normalerweise mit Staatsangelegenheiten beschäftigen, sind kleine Abenteuer, Erholung und Familienausflüge willkommen. In unserer Familie kommen verschiedene Generationen zusammen. Das ist meine geliebte Tochter. Hier angelt der Präsident der Vereinigten Staaten mit seinem Vater. Das Foto ist toll, denn man sieht, wie viel Schwung nötig ist, um den Köder auszuwerfen. Das Foto zeigt den Enthusiasmus zweier Bush-Generationen. Bringt dich das zum Lächeln? Klar, ich will ihn nicht verlieren. Wie so viele Angler hat auch Bush Angelkumpanen. Zu ihnen gehört der Skirennläufer und Turnierangler Andy Mill. Holst du den Fisch für mich? Aber gib nicht mir die Schuld, wenn ich ihn verliere. Zusammen sind sie die Veteranen unter den Freizeitanglern. Ich hole ihn. Wir standen 5 Stunden im eiskalten Wasser am Polarkreis. Alle waren unterkühlt, aber Präsident Bush stand noch immer bis zur Hüfte im Wasser, um einen arktischen Saibling zu ködern. Der Präsident hat einen Fisch am Haken. Großartig. Freut mich, dass ich helfen konnte. Stets zu Diensten. 19. April 2008, die Florida Keys. Heute werden wir etwas fangen. Ex-Präsident Bush, Andy Mill und der Kapitän George Wood fahren hinaus, um einen Tarpun zu fangen. Sie präparieren ihre Angeln und bereiten sich auf die besonderen Herausforderungen vor. Bush benutzt seine Ausrüstung zum Fliegenfischen.
Manchmal wollen sie einfach nicht anbeißen. Die Angler werfen ihre Köder aus und warten, ob sich im Wasser etwas regt. Komm schon. Doch der ehemalige Präsident hat ein Handicap, eine Rückenverletzung. Die Schmerzen zwingen ihn, im Sitzen zu angeln. Sein Freund Andy Mill überspielt seine Besorgnis. Ihm fällt es schwer, auf dem Deck eines Bootes zu stehen, das durch die Wellen schaukelt. Man kann den Köder nicht so weit auswerfen und die Sicht ist schlecht. Man muss die Fische sehen können. Das wird immer schwerer für ihn. Doch Bush will einen großen Fisch an Land ziehen. Plötzlich regt sich etwas im Wasser. Der Gezeitenwechsel bringt große Fische mit sich. Durch den Gezeitenwechsel tauchten plötzlich eine Menge Fische auf. Wir waren sicher, dass sie unsere Köder schlucken würden. Und so war es auch. Die Männer werfen ihre Köder ins Wasser. Was ist das, Captain? Es ist ein Wal. Ein kräftiger Ruck geht durch die Angel des Kapitäns. Was zur Hölle ist das? Ich hab einen... Der Kapitän reicht Andy Mill seine Angel, der sie gleich an den sitzenden Ex-Präsidenten weitergibt. Ihm steht ein anstrengendes Tauziehen bevor. Der Fisch hält an seiner Beute fest und springt aus dem Wasser. Tarpune können Meter hoch aus dem Wasser springen, wenn sie aufgeregt sind. Dann sprang er hoch in die Luft, der erste von mehreren Sprüngen. Er hing am Haken und hatte sich ordentlich festgebissen. Wir mussten ihn richtig festhalten. Als der Tarpun durch die Luft springt, wird allen bewusst, was für ein großes Exemplar es ist. Wow, der ist ja gewaltig! Ich konnte es kaum fassen. Ich versuchte, ihn am Haken zu behalten und nicht wieder zu verlieren. Ich glaube, ihm war gar nicht bewusst, wie groß der Fisch war, bis wir ihn hochgeholt hatten. Vielleicht hätte er es sich sonst gar nicht zugetraut. Es kostet enorme Kraft, den zappelnden Tarpun an der Angel zu behalten. Während Ex-Präsident Bush mit dem Fisch kämpft, macht ihm seine Verletzung zu schaffen. Mehr als einmal befürchtet er, den Tarpun verloren zu haben. Sein Blick folgt dem Fisch, der in der Tiefe des Wassers verbittert um sein Leben kämpft. Ich dachte, den kriegen wir nicht. Die 45 Minuten kamen uns wie eine Stunde vor. Doch der Tarpun wird langsam schwächer. Gleich kommt er hinten raus. Der ehemalige Präsident nimmt noch einmal all seine Kräfte zusammen und zieht an der Angel so fest er kann. Endlich hat er es geschafft. Der Fisch taucht an der Flanke des Bootes auf. Es ist ein Prachtexemplar. Als dieser große Fisch neben unserem Boot auftauchte, war ich schon etwas nervös. Ich betete, dass wir es schaffen würden, den Fisch bis vor die Füße des Präsidenten zu bekommen. Die wahre Herausforderung besteht nun darin, den Fisch für ein Beweisfoto ins Boot zu ziehen und ihn danach wieder in die Freiheit zu entlassen. Das bedeutet, sie müssen ein zappelndes Muskelpaket anheben, ohne es zu verletzen oder zu verlieren. Der erfahrene Kapitän George Wood springt ohne zu zögern ein. Und er hat Erfolg. Das ist der Fisch. Man kann auf dem Bild sehen, wie wir ihn hielten. Danach ließen wir ihn frei und er schwamm davon. Doch bevor er wieder in die Freiheit entlassen wird, schätzt das Team die Größe des Fisches. Er ist fast 2 Meter lang, hat einen Umfang von 1 Meter und wiegt 61 Kilogramm. Selbst für einen Ex-Präsidenten mit 80 Jahren Angelerfahrung war dieser Ausflug einer der Höhepunkte seiner Anglerkarriere. Das sind gute Fliegen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Aber das werde ich, sobald draußen die ersten Fische auftauchen. Was haben Politik und Angeln gemeinsam? Noch mehr Mouse-Streamer. Bei diesen Ködern drehen sie durch. Ein Wahlsieg ist genauso schön wie der Fang eines 60 Kilo schweren Tarpuns. Ich vergesse es nie. Eine unvergessliche Erfahrung. Noch besser als auf der Madison Avenue hinter Sophia Loren herzulaufen.
Weltweit steht das Trophäenangeln von Tarpunen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der die Fische geschützt werden. In der Vergangenheit wurden Tarpune als Trophäen angesehen. Man fing den Fisch, um ihn sich an die Wand zu hängen. Heute ist das nicht mehr so. Und dieser Trend setzt sich überall im Land durch. Und das gilt nicht nur für den Tarpun. Auch Barsche, Marline und Haie werden bei Angelturnieren nach dem Fang wieder freigelassen. An Bord der Boote gibt es mittlerweile Behälter, in denen die Fische am Leben gehalten werden, und neue, behutsame Wiegemethoden. So können die Angler ihre Trophäen fangen, ohne sie lebensgefährlich zu verletzen. Diese Fische müssen geschützt werden. Ich angle sie und lasse sie dann wieder frei. Die Großen muss man mit Respekt behandeln. Es sind kolossale Wesen, riesige Tiere, die unsere Meere mit unglaublicher Macht beherrschen. Wo und wie auch immer wir ihnen begegnen, beim Angeln, in der Wissenschaft oder beim Essen, diese Raubfische verdienen unseren Respekt. Denn nur so können wir die faszinierenden Herrscher der Tiefe auch in Zukunft bewundern und uns mit ihnen messen.